Servus, Achim hier von den Black Forest Buddies. Ja, es gibt jetzt ein Video von dem Community Trail 2021, wir am Weg, was der Peter Offner ins Leben gerufen hat, von dem Kanal Ich am Weg. Ja, da möchte ich kurz was dazu sagen. Und zwar das erste Video von mir, das ist ja schon veröffentlicht. Ich kann euch das mal verlinken, könnt das anschauen. Und ja, da möchte ich was dazu sagen, zu meiner Planung und wie es dann abgelaufen ist. Also geplant war es eigentlich, dass ich am Samstag gegen Mittag meinen ersten Lauf starten tue. Morgens konnte ich noch nicht, da hatte ich noch Termine und dann habe ich geplant, ja, so gegen Mittag laufe ich von zu Hause los und laufe dann Richtung Frankreich, Rheinau-Freistädt und kurz über die Grenze nach Frankreich und dann wieder zurück. Das wäre auf dem direktesten Weg, ja, so 25, ja, 30 Kilometer. Direktester Weg geht dann direkt an der Verbindungsstraße da, da will keiner laufen. Ja, also ich habe dann geplant für den Samstag vielleicht so 25, 30 Kilometer, vielleicht 35 Kilometer. Das wäre dann mein erster Tag. Und für den zweiten Tag, also am Sonntag, hatte ich dann geplant, ziemlich früh aufzustehen. Ziemlich früh heißt, ja, so 7 Uhr vielleicht aufstehen, ein bisschen was frühstücken, ja, im Prinzip nur Kaffee trinken. Frühstücke tue ich nicht so viel morgens oder kaum. Und dann Richtung Schwarzwald fahren. Also von mir daheim bis an der Schwarzwald unten hin, Sasbachwalden oder so, das sind eh nur so 10 Autominuten. Und dann wollte ich bis Sasbachwalden etwa fahren. Vielleicht auch noch ein Stückchen höher. Geißhöhlwasserfälle oder so. Und dann auf jeden Fall im Schwarzwald oben noch etwas laufen. Da auch so 20, 30 Kilometer Tour mache und dass ich so beide Tage, also Samstag und Sonntag, auf etwa 50 Kilometer komme. Das war eigentlich mein Plan. Abgelaufen ist es aber etwas anders. Ich bin also am Samstag daheim gestartet und Mittagszeit, bin dann Richtung Frankreich gelaufen. Ja, das erkläre ich jetzt nicht weiter. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video, könnt ihr selber schauen. Auf jeden Fall bin ich dann in der Nacht wieder heimgekommen an dem Samstag. Das war so gegen 23:30 Uhr. Und ich hatte da 51,6 Kilometer drauf. Ja, und dann habe ich daheim noch duscht, Kleinigkeit gegessen und bin dann ins Bett. Und hatte da eigentlich schon die Vermutung, dass ich eventuell am Sonntag nicht laufen werde. Weil ich da die Füße gespürt habe. Ja, die Hüfte so ganz leicht. Nichts Schlimmes, aber ich hatte halt vermutet, dass das am nächsten Morgen dann eventuell schlimmer ist. Und ich hatte ja mit meinen 50 Kilometern eigentlich das Soll, was ich mir auferlegt habe, irgendwo, hatte ich da schon erreicht. Aber ich habe dann gedacht, oh, da schreie ich jetzt. Aber ich habe mir dann gedacht, ja gut, jetzt legst du mal ins Bett, ohne Wecker, und einfach mal gucken, wann ich aufwache, und dann schauen, was der Sonntag früh so bringt. Ja, ich bin dann aufgewacht gegen 10:30 Uhr war es. Und ja, ich war da schon ein bisschen schlapp, ein bisschen kaputt. Hab dann mal einen Kaffee getrunken und hab dann so für mich gedacht, nee, komm, geh ich heute nicht raus. Bisschen Video gucken, Video schneiden und so. Das war's dann. Ja, dann habe ich aber die Beiträge bei Wir am Weg gesehen, wie die anderen so gelaufen sind. Ja, da habe ich dann schon Lust bekommen, auch ein bisschen zum Laufen. Und ich muss sagen, mir ging es dann auch so gegen
Nachmittag, ja, es war 2 oder so, 1:30, ging es mir eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Und ja, dann habe ich mich entschlossen, komm, gehst raus, nimmst Handy mit, zum die Tour aufzeichnen und dann gucke ich mal, wie es so geht. Dann habe ich geplant, ja, so 5 Kilometer vielleicht, wenn es ganz, ganz, ganz gut geht. Vielleicht nehme ich auch die 10 Kilometer noch mit. Dann hätte ich insgesamt 60 Kilometer gelaufen. Und das wäre ja eigentlich schon gut dann. Ja, dann habe ich einen kleinen Rucksack gepackt. Ja, ich habe da echt nicht viel dabei gehabt. Wie gesagt, kleiner Rucksack. Was habe ich da drinnen gehabt? Was zum Trinken. Das Handy. Mückenschutz. Ja, das war es eigentlich. Viel mehr habe ich gar nicht dabei gehabt. Ich habe keine Stirnlampe dabei gehabt, ich habe keine Taschenlampe dabei gehabt, keine Ersatzakkus, also fürs Handy, also Powerbank zum Laden. Ich habe echt nichts dabei gehabt, weil ich bin eigentlich davor ausgegangen, ich gehe jetzt raus und laufe so 5 Kilometer. Ja, und dann wurde es halt doch mehr. Ich bin also die 5 Kilometer gelaufen. Dann bin ich die 10 Kilometer gelaufen und ich bin dann auch gelaufen, so wie ich jetzt hier laufe. Also so bei mir im Ort, so ein bisschen außenrum noch, in der Nähe von mir daheim, dass wenn was ist, dass ich sofort heim kann. Es ging aber wirklich so verdammt gut, dass ich dann gesagt habe, ja gut, läufst du mal Richtung Autobahn und über die Autobahn drüber. Und da hätte ich immer noch an der Autobahn dann wieder drehen können und zurücklaufen. Also ich bin immer so gelaufen, dass ich auch wieder drehen konnte und zurück. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin dann gelaufen an dem Sonntag. Also ich habe es mit Komoot aufgezeichnet. Und ich werde jetzt auch bei diesem Video hier, werde ich euch auch immer wieder Bilder einblenden. Also ich habe dann auf dieser zweiten Tour am Sonntag, wie gesagt, nur mit dem Handy halt, die Daten aufgezeichnet, wo ich da gelaufen bin, auch die Kilometer am Schluss dann, aber halt kein Video gemacht, weil ich habe keine Videoausrüstung, nichts dabei gehabt, weil ich dachte habe, es gibt kein Video, ich laufe da nicht so viel. Ich wollte wirklich nur gucken, wie es so funktioniert und ob ich die 5 Kilometer laufen kann. Weil 50 Kilometer ist schon heftig. Ja, auf jeden Fall das Handy dabei gehabt und habe dann so hin und wieder mal ein paar Bilder gemacht. Die Bilder blende ich euch dann ein. Und das war es dann eigentlich auch schon von diesem zweiten Teil quasi, weil mehr habe ich nicht. Also wie gesagt, ich bin dann am Samstag waren es 51,6 Kilometer, glaube ich. Und am Sonntag waren es 25 nochmal irgendwas. 26 irgendwas. Also insgesamt waren es 77 Kilometer, was ich an den 2 Tagen dann gelaufen bin. Und der Hammer war ja, ich bin heimgekommen um 20 Uhr am Sonntag und ich habe dann kurz davor noch gedacht, weil ich habe mich immer so von 5 Kilometer auf die nächste 5 Kilometer hochgeschraubt. Und ich habe dann echt gedacht, ja, eigentlich könnte ich noch weiterlaufen. Könnte ich noch die 30 voll machen. Aber dann habe ich gedacht, ich habe keine Jäckle dabei, ich habe keine Taschenlampe dabei. Trinke habe ich was dabei gehabt, das ging dann aber auch aus. Und also ich war eigentlich nicht vorbereitet darauf. Und dann habe ich gedacht, nee komm, lösch es 25, ist okay. Man will ja jetzt auch nichts auf Teufel komm raus da machen. Ja, 20 Uhr, ich musste mich dann eh wieder vorbereiten auf den nächsten Arbeitstag am Montag. Aber ich denke, das reicht, die 25. Und man muss ja noch was, ein bisschen Luft nach oben lassen. Für das nächste Event. Weil, so wie der Peter das anklingen lassen hat, plant er ja diesen Community Trail für 22 auch. Und ich glaube, er hat sogar überlegt, irgendwas dazwischen drin auch noch zu machen. Also von daher. Ja, das war's jetzt eigentlich schon. Mehr Video gibt es jetzt eigentlich nicht. Ich habe mir zuerst überlegt, dass ich diese Bilder halt so einblenden
und das daheim einspreche tue, dann habe ich aber gedacht, ich tue mir da immer so ein bisschen schwer, wenn ich das daheim am PC einspreche. Und wenn ich jetzt draußen laufe und es dann so in Kamera spreche, dann fällt mir das etwas leichter. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, blende euch dann die Bilder ein. Und ich denke mal, dann soll es das auch gewesen sein. Und was lerne ich wieder daraus? Immer eine Kamera mitnehmen, und wenn es nur eine kleine ist. Man weiß nie, was es so zum Filmen gibt, was es zum Aufnehmen gibt. Es lohnt sich immer, Kamera dabei zu haben. Also Leute, in diesem Sinne war es das eigentlich. Ja, das Video wird dann rauskommen. Ich denke mal, jetzt haben wir Samstagabend, Sonntag, Montag, Dienstag. Mal gucken, wie ich dazukomme. Ja, auf jeden Fall bis Mitte nächste Woche. Und dann wünsche ich euch gute Zeit, Gesundheit, und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video bei Black Forest Buddies auf dem Kanal wiedersehen. Also dann habt eine gute Zeit. Ciao, euer Achim. Bin noch da. Ah je, Quatschkopf.